Dennis Gilgern hat viel vor. Den Kader aus der vergangenen Saison hat er einmal komplett auf links gedreht. 6 externe Neuzugänge aus Deutschland, der Slowakei, Litauen, Kroatien und natürlich den USA ergeben einen neuen, kunterbunten Haufen. Doch warum eigentlich der große Umbruch? Erste Liga wird halt immer professioneller und einige von unseren deutschen Spielerinnen, die auch schon Jobs hatten oder Jobs haben, Lehrerinnen zum Beispiel oder so, die haben das jetzt jahrelang auf sich genommen und haben jetzt einfach gesagt, wir machen jetzt mal den Schritt zurück in die zweite Liga, in unsere neue gegründete zweite Ligamannschaft und dadurch ist es einfach jetzt passiert. Vor allem auf den sogenannten Ausländerstellen blieb kein Stein auf dem anderen. Ein größerer Findungsprozess ist vorprogrammiert. Entsprechend häufig müssen beim Training die Spielzüge unterbrochen und von Schügern und seinen Co-Trainern neu erklärt werden. Wir als Trainer sind manchmal ein bisschen ungeduldig. Ja? Wir trainieren jetzt seit einer Woche und sagen, warum sind wir noch nicht weiter? Aber im Endeffekt ist es völlig logisch. Wir machen komplett neue Offense. Also auch für die, die da sind, die wenigen, die letzte Saison schon da waren, ist es komplett neu, was wir machen. Und für die anderen auch. Das sind verschiedene Nationalitäten, verschiedene Systeme, die sie gespielt haben, Kulturen. Und das kommt jetzt zusammen. Während es auf dem Feld also hier und da noch hakt, soll das Team im zwischenmenschlichen Bereich dagegen schon prächtig harmonieren. Ultra interessant für alle Beteiligten, also auch für uns als Coaches. Aber die Mädels untereinander haben sich sofort gefunden. Also beim ersten Treffen, beim Grillabend bei mir zu Hause, es war, als ob die schon seit Wochen, Monaten zusammenarbeiten. Total lustig, locker, also die sind total umgänglich, tolle Teamchemie auf jeden Fall. Und die soll sich letztlich auch auf dem Platz in Form von positiven Ergebnissen niederschlagen. Ein wichtiger Faktor könnte dabei Neuzugang Kyler Irwin spielen. Die US-Amerikanerin bringe laut ihrem Trainer alles mit, was eine Führungsspielerin braucht. Gewinnen ist immer das größte Ziel für mich. Ich möchte immer meine beste Leistung bringen, in jedem Spiel, in jeder Trainingseinheit. Gib niemals auf, spiel weiter und gib alles, um am Ende den Sieg zu holen. Eine Mentalität, die die Heidelbergerin in der kommenden Erstligasaison weit bringen soll. Für Tschügern ist die Mannschaft qualitativ besser aufgestellt als noch in der vergangenen Runde. Ja, wir wollen selbstbewusst auftreten. Wir haben letztes Jahr gesagt, wir wollen in die Playoffs, haben es knapp nicht geschafft. Dieses Jahr wollen wir es schaffen und wir wollen es auch richtig schaffen. Also gehen wir schon selbstbewusst rein und das Ziel ist klar, Playoffs. Bis dahin dauert es aber noch etwas. Für die Baskets startet die Saison am 24. Oktober. Dann ist mit Keltern gleich mal der Titelfavorit zu Gast.